So, liebe Leute und vielleicht Mitmacher, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum Part 2. Ich habe ein bisschen gelevelt, ein oder zwei Level habe ich gemacht. Hier ist der Loot, zum Beispiel hier plus 8 und plus 6. Jo, die anderen Sachen sind nicht so gut, hier zum Beispiel ein schlechter Jagdbogen, aber die Gegner gaben auch nicht so guten Loot. Sind vielleicht die falschen Gegner. Man muss immer schauen, welche Gegner Loot geben und welche nicht. So. Habe ich noch etwas im Hals? Bisschen Schleim. Grässlicher Schleim. Nein, nicht Ding. Wir verkaufen hier mal unseren Loot, den wir gefunden haben. Solche Sachen sind nicht nötig aufzubewahren. Später werde ich Sachen, die wertvoll sind, natürlich aufbewahren für andere Leute und sie dann verschenken. Was wir nehmen ist... Ja, toll. Ich will nicht das... So, jetzt. 20... Also, mal kurz schauen. Die Rüstung ist 20 plus 1. 20. Das ist schlechter. Hier ist der beste... Auch 20 haben wir noch keinen. Dann nehmen wir einen Bärenhelm. Das sieht schöner aus. Schuhe haben wir 20. Auch nicht besser. Fellschutzpanzer ist 20. Haben wir auch 20. Plus 1 sogar. Gepanzerte Fellhandschuhe haben wir noch nicht. Nehmen wir den auch mit. Kaufen die Sachen. Rüsten sie aus. So. Und jetzt... Machen wir weiter. Ich fordere euren höchsten Respekt. In meinen Adern fließt das Blut der Uran der Esquelios. Unser Geschlecht verkehrt mit den Dunkelelfen, seitdem sie verbannt worden sind. Die Eisenmine im Südwesten war eine der wichtigsten Quellen für die Eisengewinnung im Ort. Aber die Bergleute haben bei ihren Arbeiten im Felsen etwas freigelegt, das besser begraben geblieben wäre. Etwas, was ihr Leben gekostet hat und nun das uns selber droht. Das ist eine große Angelegenheit, zu zeigen, dass ihr mit mehr als nur Stoffbomben umgehen könnt. Arhal, der Dorfzauber, kann euch erzählen, was ihr benötigt, wenn ihr interessiert seid. Okay. Dann gehen wir mal ja zu dem da oder zu der hier. Okay, die schreiben irgendwelchen off-topic. Musse, einer der Krieger der Dorfwächter, die aus der Kriegszone zurückgekehrt sind, die Wächter haben gehört, dass dort viele ihr Leben verloren haben. Durch die feigen Aktionen in der Schlacht, sie haben ihn mit Schlägen empfangen und nahmen all seine Habseligkeiten. Ich sollte mich nicht dazwischen stellen, aber ich glaube, es gibt noch mehr über ihn zu erfahren, als wir schon bereits wissen. Ich möchte Ihnen helfen, wenigstens ein paar seiner Besitztümer wiederzuerlangen. Könntet ihr versuchen, eine Lösung zu finden mit Nishalut? Okay, machen wir. Das ist Nishalut, ja. Musa ist ein Verräter, war in Meniras Fort, wenn er des attackiert wurde, und er war der Einzige, der überlebt hat, während andere Krieger qualvoll gestorben sind. Ja, ich besitze seine Rüstung der Wache. Er hatte sie nicht verdient, ebenso wenig wie Mitgefühl. Aber wenn ihr diese Waffe so unbedingt wollt, tut mir einen Gefallen und ihr bekommt sie. Bringt mir 4 Hirnfell von den Hirnjunges im grünen Tal und ich gebe euch das Metall. So. Hat sich noch andere Quests hier? Das ist ein Waffenschmied. Wo hat's dann die anderen Quests? Ah, hier drin. Okay, das ist der Arhal, der Zauberer. Viele Dorfbewohner haben in der Mine ein tragisches Ende gefunden. Die Sprengung, um den Fels zu entfernen, haben einen Endstein freigelegt. In dem Stein war ein mächtiger Untoter gefangen. Ein Licht, die Wiedergeburt eines Magiers, der Unsterblichkeit gegen seine Seele tauschte. Der Licht wurde entfesselt mit einer gigantischen Explosion, wobei die Bergleute umkamen. Sie standen als Untote wieder auf und streiften seither durch die Mine. Geht südöstlich zur Eisenmine, findet den Endstein des Lichts zwischen den Trümmern. Okay.
Aber zuerst gehen wir mal zum Hähnenjungen. Die sind scheinbar hier unten. Diese Quest werde ich später machen, die gibt viel Erfahrung. Da möchte ich jetzt noch nicht nutzen, sonst bin ich dann zu hochlevelig, um zu farmen. Die sind schon sehr leicht geworden. Ja, sehr einfach. Jo, schauen wir mal. Hier gibt es hier einen Jungen. Da ist eins. So. Hirnfell, gut. Wo haben wir denn noch eins? Das ist wahrscheinlich die falsche Seite. Hat sie hier keine? Ah, da. So. Ja, unsere Rüstung ist schon relativ gut. Da hatte ich ein paar andere Probleme mit diesem. Aber weil sie auch schwer waren, da habe ich sie nicht so gekillt. Aber jetzt sind sie einfach geworden. So, sobald wir Jäger sind, machen wir dann auf Langbogen. Oh, hier ist ein Gestein, da kann ein Magnonit drin sein, das ist sehr wertvoll. Hier machen wir wieder auf Log. Seht ihr? Ich finde direkt ein Magnonitstück. Ha! Sehr schön, aber davon brauchen wir sehr viele. Deshalb reinlegen. Einen leichten Hammer minus 3. Der kann verkauft werden. So. Hienfell haben wir alle. Wir könnten ein bisschen Salamander angreifen hier. Weil wir unbedingt noch ein bisschen Level brauchen für die große Spinne. Aber leider geben die nicht so guten Loot. Die da hinten. Zombie-Piraten. Okay, neuer Strand haben wir hier auch eine Quest. Hier haben wir nochmals ein Gestein. Schauen wir mal. Nochmals ein Magnetstück. Okay. 2000 brauchen wir oder so. Ich glaube 1000, dann können wir irgendwas herstellen. Und 2000 insgesamt oder so. Okay. Ja, hier müssen wir wahrscheinlich entlang. Ja, der Pfeil zeigt nach Norden. Der Hafen. Kanot der Einwohner. Ah, hier oben. Fares, der Seemann. Komm, ich will rüber. So. Oh. Oh, gut, ihr bringt mir einen Pet-Leopard. Ich muss sie leider zurücklassen, wenn ich auf Fahrt gehe. Was und Katzen passen nicht zusammen. Ah, sie ist ein kleiner Leopard, der alleine durch das Kriegsgebiet streute. Hat sein Rudel verloren. Wir suchen ernsthaft nach Tiger. Sind selten. Priesterin Rashanuri wollte welche ausbilden lassen, um die Diener im Tempel der Hauptstadt zu beschützen. Keiner weiß, was die nächste Reise bringt. Ich sah schon viele Orte mit allerlei Kreaturen. Ich habe hier etwas sehr Interessantes nach eurem Geschmack. Wenn ihr uns helft, könnt ihr es erhalten, bevor ihr geht. Okay. Diese Docks werden auch von den Fischbooten benutzt, die viele Versorgungsgüter für die Bürger bringen. Bergbau ist einträglich, aber es füllt nicht die Bräuche. Fischfang ist ein harter Job und es scheint, als ob die Salamander das auch so sehen. Sie brechen lieber die Schiffsrümpfe auf und holen sich den Fang des Tages. Die winzigen Salamander sind nicht aggressiv. Wenn ihr die tötet, die am nächsten sind, werden die anderen zurückbleiben. Blickt mit ihrer Haut, ich werde sie dazu verwenden, die Schiffe zu reparieren. Okay, jetzt müssen wir sie trotzdem besiegen. Und hier haben wir noch
Abdo. Eine große Seereise ist schon gefährlich genug, aber nun könnten die Schiffe auch noch an den südlichen Klippen zerschellen. Bevor wir über das Schiffswrack reden, müsst ihr mir bei einer wichtigen Angelegenheit helfen. Ein Schiff mit Gewürzen ist auf dem Riff gelaufen und die Gewürzfässer wurden von den Schwellen angespült. Wenn ihr helfen könnt, die Schiffswrackbeute von den Schiffswrackfass einzusammeln, verrate ich euch, wie es zu all dem kommt. Passt nur auf, nicht zu nah an das Riff im Süden des Strandes zu gehen. Das könnte gefährlich werden. Okay. So. Machen wir die zwei Quests. Dann haben wir sicher schon ein bisschen mehr Erfahrung hier und können so langsam die Spinne angreifen. So, hier ist ein Salamander, den greife ich mal an. Mal eine Strandspinne. Jo, und wenn dann die ersten Interessenten kommen, dann können wir da auch Multi-Dinge, können wir uns über Skype treffen oder so. Und dann macht es auch viel mehr Spaß. Also eben, ihr könnt das mit einem Schrott-PC spielen, das Spiel. Und es wird wirklich toll sein, wenn ihr mitmachen könntet. Weil viele wollen ein Let's Play sehen von mir über dieses Spiel, aber es ist den meisten halt auch ein bisschen langweilig, wenn ich alleine hier etwas machen muss. Und also ihr könntet viel helfen, wenn ihr mitmacht oder einfach nur kurz dabei seid oder sonst irgendwas. Es zwingt niemandem, etwas hier mitzumachen oder selbst aufzunehmen oder so Sachen. Aber Regnum wird es gut tun und ich weiß noch, wo Regnum relativ bekannt war, gab es jede Woche Updates oder jeden Monat. Und ja, es war richtig cool. So, die Beute noch. Und dann gehen wir wieder zurück. Es ist klar, das Spielprinzip mit diesem Grinde ist nicht so gut, aber das Hauptaugenmerk von diesem Spiel ist auch das FHR und das möchte ich so schnell wie möglich erreichen. So ungefähr Level 40 werden. Und ja, dafür bräuchte ich schon ein bisschen Hilfe und es wäre wirklich toll, wenn ihr mitmachen könntet. Ohne dass ich jetzt euch irgendwie will an dieses Spiel binden und so etwas. Aber eben, es macht sowieso mehr Spaß, wenn wir zusammen irgendwas machen könnten. Und nicht immer nur schauen oder so. Ich fände es wirklich toll und irgendwie kann ich hier nicht hochlaufen. Ich denke, diese Häute sind genug. Ich hoffe, ihr könnt, kamt das dem Schiffwrack nicht zu nahe. Das ist ein gefährlicher Ort. Wenn ihr mit Abdo redet, ist er vielleicht in Laune, euch mehr zu erzählen. Ja, wir haben die Quest von Abdo erledigt. Ihr habt eine ganze Menge gefunden. Ich fürchte, wir müssen den Strand nach lang absuchen, aber in der Zwischenzeit könnten wir die hier gut gebrauchen. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas geschieht. Seit Alias Tragödie ist es ein tödliches Unterfangen, diese See zu befahren. Ich erscheint mir fähig. Das ist auch gutes Deutsch. Etwas dagegen zu tun. Ich erzähle euch die Geschichte, wenn ihr interessiert seid. Alias Mann war ein Segler. Immer wenn ihr Liebste auf Fahrt ging, saß sie jeden Nachmittag am Strand und wartete auf seine Rückkehr. Während eines Sturmes lief das Schiff auf einen Riff und schlug leck. Es sank in dem aufgewühlten Meer. Versunken in Trauer und Schmerz hat Alia niemals mehr den Strand verlassen, in der Hoffnung, den Liebsten nach dem Tode wiederzufinden. Aber ihr unruhiger Geist konnte sich nicht lösen von jenem Ort. Er ist gebunden nahe der Klippen und lockt die Schiffe in ihr Unglück. Helft ihr Alias Geist zu seiner letzten Ruhe zu geleiten, geht ins grüne Tal und tötet winzige grüne Käfer, bis ihr den Käferedelstein findet.
Er hat die Kraft, einen Geist zu bannen, richtet den Käfer-Edelstein gegen Aryas Geist, der am südlichen Strand umhergeht. Es ist ein bisschen problematisch, dass die jetzt hier so Fehlermeldungen haben. Das müssen sie noch wieder fixen. Er sieht nämlich nicht so gut und ist da nicht so gut zum Lesen. Ja, leider nur Schrott gefunden. Aber momentan, also in niedrigen Level ist es natürlich vom Loot her recht schwach. Aber später dann wird der Loot eigentlich recht geil. Also geil wird er nie, aber ja, immerhin hat man die Chance dann auf blaue Items oder violette Items, glaube ich. Es ist nicht, welche Farbe die besten dann sind in diesem Spiel, aber wir werden ja sehen. Orange ist, glaube ich, noch gut. Ja. Sodele. Winziger grüner Käfer. Was seid ihr? Da oben ist einer. Das ist ein kleiner. Ich brauche aber einen winzigen. Ich werde mal einen kleinen angreifen. Dies nehme ich normal. Gebe noch ein bisschen Erfahrung. Vielleicht ein gutes Item. Nö. Na, lassen wir es. Kleiner. Auch ein kleiner. Kleine Tarantel. Wo sind die winzigen? Die sind gar nicht hier. Die sind wahrscheinlich noch ein bisschen weiter oben. Ich glaube, hier oben habe ich mal einen gesehen. Das sind auch kleine. Winzige. Da oben. Die sind schon weiß. Okay, keine Herausforderung. Die geben, glaube ich, auch keine Erfahrung mehr. Da hat jetzt gerade nichts gegeben. Hier drüben ist noch einer. Defibrillator heißt er. Hallo? Und was möchte er? Geben die keine? Oder ist es falsch geschrieben? Winzige grüne Käfer? Das sind doch die winzigen grünen Käfer. Level 5. So. Wieso schreibt er ihr? Wir sind Duzis, ey. Online ist man immer Duzis. Scheinbar möchte einen höherleveligeren Charakter. Komm. Was ist jetzt los? Geht die Karte nicht? Nicht genau. Sollte aber in der Nähe der Hauptstadt liegen. Das ist der Drache. Das ist eine Quelle hier. Man sieht es leider nicht auf der Karte. Startnamen, Party, Quests.
Also bei Syrtis weiß ich's. Ich sehe es auf der Karte. Rechts neben Medenet. Ja, genau. Und will er mich jetzt da, also dass ich da mitmache oder was? Aber momentan ist ja gar nichts dort. Jo, ich weiß jetzt nicht, was genau möchte. Ich möchte eigentlich die Käfer noch töten, um den Edelstein zu bekommen. Ich hoffe, den bekommt man noch. Ist auch einer. So. Schnell Level 15. Wollen wir das machen? Ich lehne es ab, oder? Ich gehe jetzt extra nicht. Ihnen auch. Ich weiß nicht, wieso. 10 Minuten vor. Nein, solche Leute möchte ich nicht. Die wollen einfach nur irgendwie Geld bekommen oder sonst irgendwas. Verlangen etwas dafür. Nein, ich mach's nicht. Es ist mir scheißegal. Sonst werde ich ihn melden. Wenn er noch stürmt, dann werde ich ihn melden. Ja, das sind so Geldseller. Solche Leute, die zuerst. Habe ich jetzt das Ding? Nein, das ist noch das Kriegsding gewesen. Dass er das erobert wurde. Wie gesagt, das sind Leute, die zuerst einem helfen und dann verlangen sie von uns irgendwas. Dass wir irgendwas farmen für ihn oder so. Dass er verkaufen kann dann. Und so etwas mache ich nicht mit. Wenn, dann tue ich natürlich jemanden, also das, ja, dass ich es entweder will oder ich ihn kenne, aber bei einem Unbekannten helfe ich da nicht. So. Also, ich lasse mich nicht helfen, damit ich ihn später helfen muss oder so. Gut. Ich weiß jetzt nicht, wie ich den Edelstein bekommen soll. Das sind viel zu low für mich. Ach, Menno. Darf ich nicht mal leveln? Dass ich dann zu gut bin für die Quests. Injektionsgewand ist auch für Magier, ja. Nein, nicht den Anführer angreifen. Weg damit. Ich frage mich eben deshalb, ob der nicht irgendwie ein bisschen. Naja. Er kommt mir negativ rüber, weil er mich siezt. Das machen die Goldzähler immer. Und sie und er auch so sagt, in 20 Minuten bitte dort treffen. Nein, ich werde es nicht machen, Herr Peter, Defibrillator. Boah, ist das ein Wort. Defibrillator. Oh Gott. Der beste Name. Der fragt sicher jeden. Okay. Also eben, wenn er euch auf die Eier geht, meldet ihn ruhig. Die sollten auch drankommen. So, und jetzt haben wir keine Käfer mehr hier. Töten wir halt Spinnen. Was ist denn das für ein Quest? Ist voll unfair. Und dann haben wir bald noch ein Level. Oh.
ein Schwert. Plus 8. Will das jemand? Ich bewahre es jetzt auf, aber in ein paar Parts werde ich es wieder wegmachen. Also wenn jemand das will, dann soll er mir das Bescheid sagen. Da ist immer ein Grafikfehler, habt ihr es gesehen? Immer ein kleiner Grafikfehler. Ach komm. Kommt jetzt kein Käfer mehr. Das Game ist langweilig, der Install. Solche Leute gibt es auf YouTube immer wieder, also gibt es genug und ich habe schon viel Erfahrung damit erlebt. Ich weiß nicht, wieso Leute die ganze Zeit aufgeben und immer etwas Besseres wollen. Scheinbar depressiv. Aber ja, ich habe ja nichts gegen solche Leute, aber es nervt halt schon langsam. Also ich habe ja jetzt ja 350 Abonnenten, schon recht viele und die Leute werden auf mich aufmerksam. Und schreiben dann per PN: Hey, du spielst Regnum Online, das ist langweilig. Was soll ich mit dem? Was bezweckt ihr mit dem? Oder? Also die das sagen und schreiben. Was bezweckt ihr denn? Ich bin hier einer, der ein Gameplay-Video macht und sogar auf Wunsch und solche Sachen. Und dann kommt ihr mit: Hey, Regnum ist langweilig. Tja, manche Leute sind ein bisschen doof im Kopf. Und hier kommt nichts mehr. Ich finde keinen Gegner mehr. Wir haben alles ausgerottet. Schwerst ausgerottet, dieses Plätzchen. Oder wir gehen oben hin. Ja, wir gehen oben hin, oder? Wenn hier nichts spawnt. So, Wolf. Oder Panther, so. Wir müssen hier nach oben. Da ist ein Käfer. Winziger, ja. Ja, okay, hier sind genug. Greift die an. Haha, ich war schneller genug. Schneller als du. Blöde. Aber ich bekomme keine Edelsteine. Wieso bekomme ich keine Edelsteine? Lieber einen kleinen grünen Panzer. So. Für mich ist Champions of Regnum ein richtig entspanntes, gutes Game. Es motiviert mich einfach, solche offenen Schlachten ohne irgendwie Probleme zu haben, gegen andere Spieler zu kämpfen. Und das bieten die neuen Games eigentlich nicht mehr so, außer The Elder Scrolls Online, aber das ist auch überall instanziert, oder wie man es sagt. Das ist ein bisschen blöd. Also hier ist alles offen. Hier kann man ohne Probleme gegen andere Königreiche die Schlacht gehen und so. Kanntet ihr noch dieses Dark Age of Camelot? Das war ein ähnliches Game. Ich weiß nicht, ob das schon tot ist, aber ich glaube noch nicht. Das könnten wir auch mal spielen, aber eben, alles mit Ruhe. Wir werden jetzt mal dieses Spiel spielen und wenn ihr es wünscht, kann ich auch. Ich will nicht mit ihm... Ich sage jetzt einfach nein, wenn er fragt, wieso ich nicht komme. Aber das scheint ein anderer zu sein. Ich antworte jetzt nicht. Das regt mich auf. Das regt mich jetzt auf.
Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Fertig jetzt. Ich habe immer noch keinen Stein. Was ist denn los? Ist diese Quest verbuggt? Ich will nicht unterstützt werden. Ich bin ein Let's Play. Ich nehme auf und möchte die Levels zeigen, die ich bekomme. Und so ist es irgendwie ein bisschen langweilig. Die Leute denken immer, man müsse sofort Level 60 sein. Abbrechen. So. Ich habe genug gesagt. Ah, hello. So. Ja, soll ich machen? Die angreifen? Ja, greife ich die an. Nein, ich brauche keine Hilfe. Dankeschön, geh weg. Ah. Die Community war mal richtig gut in diesem Spiel. Aber heutzutage sind eben nur noch solche Leute da, die einen eigentlich zwingen zu leveln. Wieso müssen Leute zwingen, einen anderen zu helfen, aber dabei dann ihn auf den Geist zu gehen und Geld zu verlangen oder sonst irgendwas? Nein. Das sind die neuen Maschen. Oder die alten neuen Maschen. Das sind schlechte Maschen. Durchgequälte Maschen. Irgendwas Maschen. Scheinbar hat er halt ein bisschen Probleme, weil es zu wenig Spiele hier auf Ignis gibt. Im Reich der Igen. Kann ich verstehen. Da ist der Geist. Aber ich kann ja gar nicht, denke ich, habe den Edelstein nicht. Ja, blickst du im Ozean raus? Eine Strandspinne. Töte ich die mal. Also, ich werde mal noch ein paar Käfer töten, bis ich den Edelstein habe. Und dann nehme ich den dritten Part auf. Jo. Also, tschüss Leute, Dankeschön fürs Schauen. Bye.